Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Sprüche 3, Verse 3 bis 6. Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Freundlichkeit und Klugheit erlangen, die Gott und den Menschen gefallen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Man kann sich ziemlich viele Dinge an den Hals hängen. Nicht alles ist von Vorteil und nützlich und manches auch eher belastend und beklemmend und hinderlich. Wenn ich den Eingangstext in den Sprüchen lese, geht mir das Herz auf. Warum? Weil vor der Aufforderung, mir die Gebote Gottes in mein Herz zu schreiben und sie mir um den Hals zu hängen, steht: Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Gott verspricht mir also seine uneingeschränkte Unterstützung darin, mir sein Wort zu Herzen zu nehmen und mich damit immer wieder glaubend zu beschäftigen. Das ist großartig und wunderbar. Es geht also nicht darum, immer zu schauen, etwas Christliches als Christ zu tun, sondern zu glauben, dass Gott etwas unternimmt, damit wir das tun, was uns zum Leben als Christ dient und gut tut und Gott ehrt. So wie das Lesen in der Bibel, das Gebet, die Fürbitte, die guten Taten und so weiter. Wir können das äußerlich vielleicht auch alles aus uns selbst tun, aber nie mit dem Ziel und dem Zweck, den Gott vorgesehen hat, wenn wir Gott außen vor lassen. Gott liegt es sozusagen sehr am Herzen, aus uns gesegnete, freundliche und kluge Christen zu machen, die letztlich das tun, was Gott in ihnen hineingelegt hat. Zum Zeugnis für andere, zur Erbauung, zur Motivation und zur Ehre Gottes. Dies geschieht dadurch, indem wir Gott im Glauben mit unserer Liebe, die Gott in uns hineingelegt hat, damit wir ihn zurücklieben, mit unserem Vertrauen, was ja im Grunde dasselbe ist wie Glauben, und indem wir mit diesen Dingen, die Gott uns gibt, ihn von Herzen suchen, im Gebet, in dem, was wir in der Bibel lesen, in der Fürbitte, in Gemeinschaft mit anderen Christen. Das gefällt Gott. 1. Mose 6,5. Es ist das höchste Gebot, nämlich das Gebot der Liebe. Umgekehrt können wir sagen, dass ein unfreundlicher und eher einfältiger, dümmlicher Christ Gott nicht gerade zu Beifallsstürmen hinreißen kann. Das ist klar. In der Bibel lesen wir, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Matthäus 4,4. Kann es sein, dass manche Christen in der Hinsicht eher unterernährt sind? Gibt es tatsächlich gläubige Menschen, die keinen Wert darauf legen, freundlich und klug zu sein und zu werden? Kann sich ein Christ in der Hinsicht zum Hungerleider entwickeln? Das wäre sehr kurzsichtig und öffnet dem Feind Tür und Tor für seine geschmacklosen Botschaften und seinen negativen Einfluss. 1. Petrus 5,8. Aber das sollen wir verhindern. Klugheit vor Gott hat nichts mit weltlicher Intelligenz zu tun, nicht zwangsläufig. Der Teufel ist sicherlich auch sehr intelligent und obendrein noch sehr gerissen und erfahren, aber vor Gott hat er sich ziemlich blöd angestellt. Das Ergebnis seiner Klugheit war Chaos, blinder Hass, Ungerechtigkeit, Tod und Boshaftigkeit. Klug ist, wer nach Gott fragt und der weiß, dass die Wege des Herrn immer gut und immer richtig sind. Hosea 14,10. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und wer Gott diesen Respekt entgegenbringt, der ist letztlich klug. Psalm 111, Vers 10. Ohne die Gnade und die Treue Gottes würden wir als Christen keinen Fuß auf den Boden bekommen und könnten Jesus nicht nachfolgen. Der Teufel würde es verhindern durch seinen ansteckenden Hass und seine Bosheit
und seine dämonische Macht. Darum geht uns Gottes Gnade und Treue immer voran. Und darum können wir ohne Jesus auch nichts tun. Johannes 15, 5. Gott wünscht sich von uns dahingehend etwas Eigenverantwortung, dass wir diese Tatsachen glauben und ernst nehmen. Wo es uns hier an Einsicht und Weisheit mangelt, wem nicht, der darf sich gerne an Gott halten und ihn um Unterstützung bitten. Jakobus 1, 5. Gott gibt gerne. Wer als Christ freundlich und klug ist und sein möchte, der strahlt von innen heraus und wird gesehen und gehört. Dem hört man gerne zu und der ist sogar beliebt. Dem kann man nicht widersprechen. Lukas 21, 15. Das ist dann gewiss zur Ehre Gottes, oder? Auch das gefällt unserem Herrn und Erlöser. In diesem Sinne, Gott segne, behüte und bewahre euch. Alles wird gut. Amen. Thank you.